Verdammt! Wow, Mann! Bist du etwa echt? Finger weg! Hey, nur die Ruhe, Junge! Wer bist du? Ich bin Tipper, Mann! Harry Tipper! Psst! Hey, sei bloß vorsichtig, Mann! Wer ist das? Dieser Fettsack da ist Kallus. Der Fett... Der Kerl im grünen Anzug? Was? Nein, Mann. Der Kerl im weißen Anzug ist Kallus. Er hat mein Mädchen entführt, weil ich seine Weltherrschaftspläne durchkreuzt habe. Alles klar. Und wer ist der andere? Der? Weiß ich auch nicht, Mann. Der ist hier vor ein paar Monaten aufgetaucht. Einfach so, aus dem Nichts. Ein abgefahrener Guru, Bruderschaft der Ultratechnik oder irgend sowas Verrücktes. Ach, und was will der hier? Es heißt, dass Kallus ihm eine Armee besorgt. Und was kriegt er dafür? Das ewige Leben. Das ewige Leben? Ja, abgefahren, oder? Hey, wo gehst du hin, Mann? An die Arbeit. Aua, das ist total daneben, Mann. Wenn meine Informationen stimmen, hat Kallus den Franzosen eine Atomrakete geklaut, mit der er den Dritten Weltkrieg anzetteln will. Wir müssen rechtzeitig dort sein, um die Welt zu retten. Wir müssen die Wachen loswerden, Spaceman. Wieso zeigst du mir nicht, was du kannst? Erledige die Kerle, ohne entdeckt zu werden. Denken Sie an Ihr Primärziel, den Zeitreisenden festnageln und herausfinden, was er über die Kristalle und die Timesplitters weiß. Oh oh, verdammt. Ja, und wieder mal rettet Harry Tipper den Tag. Ich finde es gemein, dass die Mädchen viel hübscher... Ja, sehr unauffällig. Mag ja sein, dass dich im All keiner hört, aber hier unten machst du mehr Lärm als ein Blitz in einer Feuerwerksfabrik. Durch das Tor können wir Kallus nicht folgen. Wir müssen einen Schleichweg finden. Seh dir das an, das habe ich aus der Spezialabteilung im Hauptquartier. Laserbrille. Nicht so gut wie eine Röntgenbrille, aber trotzdem ziemlich cool. Okay, Mann. Wir haben eine größere Chance, wenn wir uns trennen. Ich nehme mir die Rohre vor. Wir treffen uns unter dem Wasserturm. Viel Glück! Gehen Sie zur Abwechslung mal unauffällig vor. Thank you.
Durchkämpft das Gebiet! Durch und treffen Sie sich dort mit Harry. Spaceman! Ohne Verkleidung kommen wir da nie rein. Ich besorge uns Uniformen, aber dazu brauche ich deine Hilfe, Spaceman. Das sieht aus wie eine Kaserne. Ich schmuggle mich durch diese Tunnel am Tor vorbei. Du gehst auf den Turm und gibst mir Deckung. Wenn die mich sehen, gehe ich einfach weiter. Du musst die Wachen erledigen, bevor sie zu viele Löcher in den alten Tipper schießen, okay? Bald regieren wir die Welt, ja, und ich krieg ein Auto, einen Sportwagen. Thank you.
Okay, Mann, das ist unsere Verkleidung. Ich habe nur eine gefunden, die mir passt. Aber was soll's, das sind die 60er, Baby, da geht alles. Ist nicht meine Farbe. Mann, was tut man nicht alles, um die Welt zu retten? Und kalt ist es auch noch. Hey, hast du ein paar Socken übrig? Mir frieren die Zehen ab. Damit rechnen diese Halunken sicher nicht. Cool. Wir sind drin. Verhalte dich ganz normal, sonst fliegen wir auf. Mit dieser Verkleidung müssen sie an den Wachen vorbeikommen. Letzte Nacht haben Goran und ich es getan. Wirklich? Wie war es? Es war faszinierend. Ich dachte immer, Sekten wären was für Verlierer. Aber Goran hat gesagt, der Kult der Ultratechnik ist was anderes. Das habe ich auch gesagt. Aber er hat mich überredet und letzte Nacht sind wir dann beigetreten. Jetzt sind wir was ganz Besonderes. Und das ist erst der Anfang. Was genau meinst du damit? Das kann ich dir nicht sagen, es sei denn, du machst auch mit. Die Aufnahme ist halb so wild. Tut nur ein bisschen weh. Klingt gut. Ich wäre auch gern... Großartig! Die haben ja keine Ahnung, Spaceman. Die Drucktür auf der linken Seite führt in Sektor 3. Dort sind Kellers und der Zug. Wir müssen da irgendwie rein. Achtung! Primäre Energieversorgung in Sektor 1 deaktiviert. Ohne Strom bewegt sich die Tür kein bisschen. Schalten Sie den Strom wieder ein, um in Sektor 3 vorzustoßen. Sein. Bringen Sie ihn zum Laufen, damit wir wieder Strom haben. Wenn ich nicht irre, müssen Sie einen Antriebsmotor aktivieren, bevor Sie diesen Generator einschalten können. Antriebsmotor sein, aber laut Anzeige haben wir keinen Wasserdruck. Sie müssen wohl erst den Druck wiederherstellen. Da, Turbinen. Deshalb brauchen Sie Wasserdruck. Sie müssen die Regler finden. Hey, Eric! Also, was ist jetzt? Bist du mit den Geräten bald fertig? Uns läuft langsam die Zeit davon. Sorgen den ganzen Sektor mit Strom, aber sie laufen nicht. Kein Wasser. Deshalb laufen die Turbinen nicht. Wasserdruck in Sektor 3 wiederhergestellt. Vorarbeiter Sektor 1. Erstatten Sie umgehend Bericht.
den Hauptgenerator aktivieren. Wieder Strom. Weiter in Sektor 3. Sicherheitsteam in Sektor 1. Stellen Sie die Energieversorgung wieder her. Ich wiederhole. Sicherheitsteam in Sektor 1. Ich nehme die Treppe. Die Weiber stehen auf Typen, die in Form bleiben. Achtung, Harry Tipper ist in der Basis. Er hat sich als Frau verkleidet. Begegnen Sie allen Frauen mit größter Vorsicht, bis Sie Ihre Identität verifiziert haben. Oh nein, Geiseln. Ich hasse Geiseln, Mann. Die jammern ständig rum, dass man sie befreien soll. Ist echt nervig. Manchmal hasse ich es, zu den Guten zu gehören. Okay, hör zu, Spaceman. Du hältst den Zug an. Ich befreie die Geiseln und komm danach. Hey, du! Die hässliche Frau mit dem Bart! Lass mich hier raus. Mein Alter ist ein Milliardär und tut alles, was ich ihm sage. Wenn du mich nicht sofort rauslässt, macht er dich fertig. Beweg deinen Arsch. Ich brauche ein Bad, eine Maniküre und ich will shoppen. Noch eine Drucktür. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Besorgen Sie sich Sprengstoff, schnell. Achtung, Zugpersonal. Auf das ist Ihre der Position. Rest. Verladet das der Geld Zug in den Zug und dann nichts wie weg. Und ich weiß exakt, wie viel da sein muss. Nur für den Fall, dass jemand versucht, sich die Taschen voll zu stopfen. Wer sind Sie? Mami! Das ist ein Sprengsatz. Damit kriegen Sie die Tür sicher auf. Bringen Sie die Granate mit dem Uplink zur Drucktür. Von Tipper. Dann müssen wohl Sie verhindern, dass Kellis seine Rakete startet. Ja.
los! Und los! Lower! Ach du meine Güte! Oh! Da drüben! Auf ihn!